Sie haben den Auftrag, das Geld der Anleger zu vermehren und stehen dementsprechend permanent unter Druck. Für viele ist der Job des Fondsmanagers aber ein absoluter Traumjob. Wie wird man Fondsmanager und wie kann man sich den Arbeitsalltag vorstellen? Das möchten wir heute wissen hier bei Börse Stuttgart TV und sind der Frage nachgegangen, haben dementsprechend einen Fondsmanager eingeladen, Markus Zeiss von der Landesbank Baden-Württemberg. Ja, wie wird man Fondsmanager? Ja, ich habe im Rahmen meines BWL-Studiums an der dualen Hochschule mehrere Praxisdurchläufe gemacht bei uns in der Bank, also der Landesbank Baden-Württemberg, und habe dann festgestellt, dass mir das Thema besonders gut liegt. Und zum Ende meines Studiums habe ich dann die Diplomarbeit über das Thema Wertpapiere geschrieben und habe dann am Schluss die Möglichkeit bekommen, in der Fachabteilung auch direkt anzufangen, das heißt direkt ins kalte Wasser geworfen zu werden und nach einem Jahr Ausbildung als Junior-Fondsmanager dann direkt als Senior-Fondsmanager weiterzumachen und dann die Fonds zu managen. Wie kann man sich Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Sicherlich kein 9-to-5-Job, oder? Nein, ehrlich gesagt geht er ganz früh morgens schon los. Also ich lese daheim schon Nachrichten, wie zum Beispiel in Japan die Nachrichten waren, die Nachbörse in den USA. Und bereite mich natürlich dann auf den Tag vor für meine Unternehmen, was wichtig ist, wo gibt es Veränderungen, wie waren Quartalszahlen. Und dementsprechend gehe ich dann so in das Geschäft. Das heißt, ich nutze auch die S-Bahn und lese dann weiter. Wir haben dann 8:45 Uhr, 8.45 Uhr dann unser Morning-Meeting mit den Analysten und anderen Fondsmanagern und besprechen dann die einzelnen Nachrichten, was hat sich für unser Portfolio neu ergeben, was gibt es Neues, auch was man umsetzen muss, um halt zum Beispiel Verluste zu vermeiden. Und dementsprechend gehe ich dann direkt an die Arbeit, wenn die Börse eröffnet hat, und setze dementsprechend die Ideen um. Also Sie sind immer top informiert, das kann man auf jeden Fall schon mal so sagen. Sie sind verantwortlich für den LBBW-Dividendenstrategie Euroland, ja, wie sieht's aus? Welche Strategie verfolgt der Fonds und wie setzen Sie diese dann ganz genau um? Wie der Name schon sagt, gibt es eine Dividendenstrategie, die dahinter steht. Wir suchen aus dem Anlageuniversum von knapp 300 Titeln die besten 70, 80 Titel raus nach unserer Strategie. Das heißt, wir haben einen mehrstufigen Prozess, um davor zu gehen. Sehr fundamental, das heißt, wir schauen uns die Bilanzen an, die Unternehmenskennzahlen und treffen dann die Entscheidung nach Dividendenhöhe zum Beispiel oder wie lang die Dividende bereits erhöht wurde in der Vergangenheit, um am Schluss dann genau auf die Anzahl der Titel zu kommen, die wir im Portfolio umsetzen. Das sind ungefähr 70 bis 80 in dem Fall und beinhalten natürlich nur Dividendentitel, die auch Substanz haben und für längere Zeit mittelfristig geeignet sind für unser Portfolio. Wie genau errechnet sich denn ein Anteil an einem Investmentfonds? Und ja, wenn der Kunde jetzt einen Anteil kauft, mit welchen Kosten muss er rechnen und in welche Töpfe fließt das Ganze dann direkt? Also ganz einfach, im Prinzip nehmen wir die ganzen Bestände der Wertpapiere und der Kasse, das heißt, wie viel Geld ich im Fonds als zur Verfügung habe, und rechnen alles zusammen und teile es durch die Anzahl der Anteile, die im Umlauf sind. Beispielsweise, wenn ich 1 Million Volumen habe, teile ich durch die Anteilsanzahl und komme genau auf den Anteilspreis, der dann festgestellt wird zu dem Tag, wo die Aktien dann auch bewertet werden. Die Kosten sind natürlich der Ausgabeaufschlag, der dem Vertrieb zugutekommt, und die Verwaltungsgebühr, die einmal an die Verwahrstelle geht und einmal direkt an den Fondsmanager, nicht natürlich direkt, sondern an die Fondsgesellschaft, um mein Gehalt zu bezahlen. In der Regel wird es dem Fonds belastet, das heißt, der Anleger hat am Schluss die Netto-Performance auf seinem Depotauszug stehen. Eine Anlage in Fonds ist besonders abgesichert. Es gibt besondere gesetzliche Regelungen. Können Sie mir hier erklären, was genau ist da besonders und inwieweit ist es für den Kunden positiv zu sehen? Ganz wichtig, denke ich, dass es ein Sondervermögen darstellt. Das heißt, es wird getrennt zur Firmenbilanz gesehen. Wenn der Firma es irgendwann schlecht geht, also der Kapitalanlagegesellschaft, und sie kann nicht mehr ihren Betrieb weiter fortsetzen, wird das Sondervermögen direkt getrennt gerechnet. Das heißt, der Anleger braucht keine Angst haben, dass er mit in die Insolvenz dann geht, sondern wird direkt geschützt davor, vor eventuellen Verlusten, die unabhängig sind natürlich vom Markt, sondern abhängig sind von der Gesellschaft. Wir haben das Kapitalanlagegesetzbuch als Grundlage für den Rahmen des Fonds, und dort stellt auch der Gesetzgeber sicher, dass kein Unfug getrieben wird. Da gibt es ja verschiedene Vorschriften, wie zum Beispiel, dass man maximal 10% in eine Aktie halten darf. Das ist so ein Faktor, der mit zur Risikominimierung beiträgt. Soweit, liebe Zuschauer, unser Blick hinter die Kulissen. Wie funktioniert der Arbeitsalltag eines Fondsmanagers? Nun wissen wir Bescheid, und dass es kein 9-to-5-Job ist, das hatten wir uns im Vorfeld natürlich alle schon gedacht. Also ein spannender Job, und ich sage vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten, hier mit uns zu sprechen. Vielen Dank.